Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach Deckett und heute habe ich, wie heißt das? Crush Team All. Tem All. Okay. Ich werde jetzt mal starten. Ich glaube, das habe ich noch nicht gespielt. Ich habe es mir schon heruntergeladen. Was muss man hier machen? Okay. Ah, okay, das ist so ein Klick, 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 Klick Game, wo du normal immer so klicken musst. Also so eine Art Click-Game ist das, würde ich sagen. Ein Dorf. Sammeln. Sammeln. Da kriege ich Geld. Video und sehen. Ah, mal ein andermal. Den Helm mal ein bisschen aufwerten. Nicht, dass der mir noch wegstirbt. Bonus. Meine Güte, jetzt geht's hier aber richtig rund, wa? Ah, ich habe jetzt den zweiten Helm. Gut. Die Beine auf 500 bringen. Da oben ist noch eine Kiste. Ach, ich bin schon bei 1000. 20.000 müssen die jetzt, ja, genau. Dorf, erstmal das Dorf weitermachen hier. Ah, der nimmt hier schon automatisch was weg. Ah, das ist cool. Also dann schnell den hier. Ah, da ist es unendlich. Ich verstehe. Da habe ich schon die zweite Fähigkeit. Den wahrscheinlich schon die ganze Zeit, habe ich noch nicht gesehen. Weil ich hier gerade so mit Klicken beschäftigt bin. Neuen Charakter. Den müssen wir natürlich auch noch aufleveln. Das ist der Feuermann.
Und wenn der die Unendlichschleife hat, dann kommt das nächste. Ach, machen wir den mal auf. Level 100. Ist das bei Level 50 die Unendlichschleife? Weil der ist 55, hat auch schon unendlich. Jawohl, ab Level 50 geht das. Automatisch sagen. Gut, gut. Dann klicken wir uns mal hier so durch. Level 1. So, der ist Level 50. Ja, genau. Alles verstanden. Okay. Ah, hier gibt's Tagesquests. Erledige alle Aufträge. Okay. Rüste 4 Shops auf den automatisch. Okay, sind dabei. Hä? 4? 4? Ich hab doch schon 3 auf automatisch. Noch 2 Level hier weiter. Noch ein Level. Dann ist er auch auf Level 50. So, der ist 100. Hier wieder rein. Okay. Also, wir haben hier Nahkämpfer, Krieger. Das sind anscheinend die Magier. Das sind Fernkämpfer, oder? Nee. Da gibt es ja auch Krieger. Dann ist das alles hier das, was da gerade stand. Hier. Feuerkrieger, Eiskrieger. Schauen wir mal, wann wir die anderen bekommen. Hmm.
Feedback. Oh, abholen. Geschenk. Haben wir den auch schon mal. Die Kitchen. Öffnen. Ein Drache. Schön. Wie komme ich denn zu den Helden wieder? Da sind sie doch. Oh, schon viel zu hoch. Schade. Wo ist der Drache hin? Da ist er. Oh, eine Goldruhe. Dann machen wir mal das Ganze hier. Mein Held ist down. Oh. Anscheinend komme ich hier jetzt gerade nicht mehr weiter. Also, da bei den Hellen schon, aber ich werde jetzt bestimmt Probleme kriegen irgendwie. Wo ist denn mein Platz? Auf welchem Platz bin ich denn? Oh, 27. Stefan Reddock ist auf Platz 27. Mein lieber Scholli, spielen das so wenig Leute oder bin ich so gut? Jawohl. Oh, cool. Pirato. Also später kann ich noch ausweiten, dass noch mehr Helden mit mir mitlaufen. Schön. Dann werden wir gleich mal den Pirato aufleveln. Wo ist der? Da ist er. Dann werde ich die jetzt alle auf Level 60 schicken. Ach, der war ja auch schon 60. 51. Jetzt ist er 61. Okay, dann alle auf 70. Hm, wenn ich so viel Geld hätte. Sammlung. Hm.
Aufgaben, tägliche Aufgaben. Rüste 4 Shops auf subautomatisch sammeln. Töte einen Gildenboss. Müsste dafür nicht erst in der Gilde sein? Glücksrad. Nice. Ich habe eine Münze, ich darf einmal spielen. Und Jackpot. Natürlich nicht. Post. Ja, vorhin schon gehabt. Habe ich noch genug gekriegt. Das war Video. Also die goldenen Truhen sind immer Videos. Video gucken. Und die normalen Holztruhen. Kannst du so anklicken und abkassieren. Da, die meinte ich. Diese Holztruhen. Also das ist ein Shop. Kitchen ist bestimmt kein Shop. Und dann nur noch 50. Offline laufen meine Helden jetzt schneller. Bis zu 1000-fach Geschwindigkeit. Da müsste man ja jetzt eigentlich offline gehen. Noch 2. Dann ist die Kitchen auch auf Level 50. Dafür habe ich ein Kloß im Hals. Er sammelt jedes Mal 2051 ein. Er sammelt 18.000.
27.000, 1 Million und 50 Millionen. 50 Millionen? Puh, das ist aber auch richtig viel. Ich habe gerade bei 12 Millionen. Und Automatik ist drin. Jetzt schauen wir nochmal bei den Hellen nach. Die wollen wir nochmal auf Level 70 machen. Zu stark. Also da würde ich jetzt festhängen. Dann muss ich... den hier nochmal schnell und den hier nochmal schnell aufleveln. Ich habe gar nicht aufgepasst, war immer noch so stark, der Boss. Geschafft. Jo. Dann hätte man sein Dorf weiter ausbauen. Gucken wir uns das mal hier. Hellen auch noch auf 100. Naja. Na gut. Na gut. Na gut. Stufe 100. Das heißt, ich müsste den hier gewinnen. Jawohl. Stufe 100. Ich habe jetzt das von denen genug, also ich könnte einen neuen Platz kaufen. Jawohl, Held hinzufügen. Ich habe noch gar keinen Held. Hey, wo kriege ich einen Held her? Blau, rot, grün. Mir fehlt jetzt noch ein lilaner. Welchen nehmen wir? Jetzt nur wissen, wie man die kriegt. Ja. Ganz großes Kino. Einer geht beitreten. Ich nehme eine, wo ganz wenig Leute drin sind. Nehmen wir die hier. Bewerben. Englisch. Der ist gerade online. Oder jetzt gerade auch nicht mehr. Zuletzt online vor 0 Minuten. Ah, schon viel besser.
Okay, wir sind in der Gilde. Was kann man jetzt machen? Da, den Gildenboss, genau. Eins. Hallo? Das war ja gar, das war Gildenkrieg. Die Gilde gegen diese Gilde. Was ist das hier jetzt? Ah, okay. Nochmal schnell in ein Dorf reingehen, sammeln. Ah, nein, ich wollte die Helden doch auf. Öffnen. Oh, ich habe einen Held. Jawohl. Natura. Schön, den können wir gleich einbauen. Einbauen. Mit einbringen, der ist schon drin, super. Level 82. Video gucken, nein. Ich will trotzdem noch lila und blau, lila und blau, lila und gelb. Für Geld kann man auch Charaktere kaufen. 5,50 €. 104 €. Okay, das ist kein Charakter, das ist nur irgendwas anderes. Eieiei. Also die Gegner werden ganz schön stark zur Zeit. Ja, doch, das schaffe ich noch. So, sobald der erste bei den Gegner ist, die Superwaffe. Okay, jetzt vergesse ich es aber nicht.
Wo steht das, wie viel ich von denen habe? Ach, das ist das. Ja, genau. Okay, muss ich dann immer so machen. Jetzt kriege ich zumindest 200.000. Na, kommt schon. Ich hab euch gleich auf Level 100. Hoffe ich. Ich bin schon Level 122 oder Stufe 122. Level 100. Luca. Robin Hood. Firemonk. Ist das ein Affe? Naja, so hundertprozentig sieht er nicht aus wie ein Affe. Rato, Natura, Tini-Dragon, Dragon. Warum ist er noch ein Gegner? Wird einfach liegen gelassen? Das nervt mich, dass ich den hier immer extra einsammeln muss. So, wer ist 100? Jetzt noch die beiden. Das ist ganz schön teuer. Warum? Ich sollte einen Aufstieg machen. Freunde, Postneuigkeiten. Probieren wir mal einen Aufstieg zu machen.
Aufstieg. Okay, ich habe den Aufstieg gemacht. Jetzt mal schauen, was passiert. Ich denke mal, ich bin wieder bei Level 1 und muss wie bei den Click Games wieder alles von neu machen. Schauen wir mal. Meine Helden sind alle Level 1. Mein Dorf ist wieder bei 0. Da haben wir den jetzt. Ja. Erstmal ein bisschen Geld machen und gleich meine Helden ein bisschen weiter aufleveln. Genau, jetzt, jetzt habe ich die ersten drei, die immer Geld machen. Schon mal gut. Kann ich jetzt zu meinen Helden gehen und level die erstmal auf Level 50 auf. Das müsste ja eigentlich ziemlich schnell gehen jetzt. Noch drei Level. Gut, dann kommt jetzt der hier dran. Machen wir den auch schon mal. Und den hier. Und den hier. Und den hier. Zeitsprung, ja sicher. Einer übrig. So Leute, jetzt habe ich alle meine Leute auf Level 50.
Und das ist eine Kiste. Mein Dorf. Der hat auch schon die Dauerschleife drin. Wir machen den nochmal auf Level 50. Und das war's dann für heute. Ich denke, was wird in den nächsten 2-3 Minuten passieren? Obwohl, vielleicht auch nicht. 2 Millionen kostet ein Level. Ich verdiene hier gerade mal ein bisschen mehr wie 1 Million. Alle 30 Sekunden. Oder alle 20 Sekunden. Können wir mal schauen, wenn ich den gekauft habe. 30 Sekunden. Ich mache jetzt nur das automatisch. Ich nehme noch nicht die Küche. Ich wollte erstmal nur schauen, wie lange es dauert, bis ich 2,4 Millionen habe. In Automatikmodus. Ja, 30 Sekunden. Bei Level 30 bin ich jetzt schon. Natürlich, wenn man jetzt richtig spielen würde, wird man das hier auch noch alles mit aufbauen, damit es nochmal schneller geht. Weil der kriegt nur 162. Hallo, was ist 162? Dann macht man hier einmal 100. Zack. Schon kriegt er 18.000. Ja, und das ist halt das ganze Spiel. Weil das eine Spiel, was ich auch gespielt habe, was auch so ist, halt Click Game, da habe ich immer probiert, alle hier gleich teuer zu machen. Sprich, ich würde jetzt alle auf den Preis erhöhen. Noch 6 Level. Das sollte man ja gleich schaffen. Das wird auch schon ein bisschen länger wie 2-3 Minuten. Oh, und oben kriege ich einen auf den Deckel. Ah, noch schaffe ich es. Wie lange Spawnzeit haben sie immer, wenn einer stirbt? Das Gute ist, dieses Level, das nehmen sie nicht weg. Wenn ich die alle auf Level 20 mache, fangen die jedes Mal mit Level 20 an, wenn ich den Aufstieg mache.
bringt mir zwar nur was am Anfang, danach bringt es mir auch nichts mehr mit die Level 20, aber immerhin nach dem Aufstieg habe ich dann schon mal die ersten paar Runden Ruhe. Noch ein Level und dann ist vorbei. Die letzten Sekunden laufen. Das wird noch nicht mal mehr eine Minute werden, bis ich mich hier auslocke. Weil nämlich der Balken dauert eine Minute und wenn der hinten angekommen ist, habe ich sowieso 64 Millionen. Und dann bin ich fertig für heute. Ganz nettes Spiel, mir gefällt das. Ich mag solche Click-Games, die kann man auch nebenbei laufen lassen. Einfach mal reingucken, wie alles aufwertet. Es war ein bisschen langweilig auch noch eine Zeit, weil du machst da nichts anderes wie aufwerten, dann wieder alles verkaufen, dann wieder aufwerten und Level 50. Jetzt will ich das Spiel verlassen. Ich habe den tausendfache Offline-Geschwindigkeit, also würde ich jetzt richtig viel Geld machen. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Und dann sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin schon viel Spaß und auf Wiedersehen. Ticket. Ciao, ciao.